Herbert etwas. Es gibt ein Elki, es gibt Kleingruppen, verschiedene Angebote für Jugendliche, für Männer, Frauen. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Und das alles machen wir ja nicht einfach nur, damit es uns nicht langweilig wird. Oder damit wir eine nette Freizeitbeschäftigung haben. Nein, weil sonst könnten wir auch in irgendeinen Verein. Wir haben so viele Angebote, weil es so viele verschiedene Menschen gibt. Und weil die verschiedenen Menschen auf verschiedenen Anfahrtswegen Gott erleben. Und jetzt möchten wir etwas einführen, was es neu wird geben in Zukunft in den Gottesdiensten. Nicht in jedem, aber zwischendurch. Und zwar ist das ein Element, das wir einander Anteil nehmen an dem, was Ermutigendes passiert im Gemeindeleben. Wir haben gemerkt, als Pastoren haben wir etwa die gehört, was da passiert und was Gott tut. Und wir möchten das ja nicht nur im Büro hören und uns freuen und dankbar sein dort, sondern wir möchten das mit euch allen teilen, dass ihr mitbekommt, was in diesen Gefäßen, die wir hier haben, Menschen mit Gott erleben. Und heute wird der Janosch, du darfst gerne vorkommen, uns etwas davon erzählen, was er kürzlich im Top erlebt hat. Genau, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich bin in den letzten paar Wochen beim Arbeiten, hatte ich relativ viel Stress gehabt. Es ist viel los, jetzt auch unter anderem wegen dem Virus, wo man geht, wo wir viel zu tun haben, wo wir viel müssen. Ja, es ist einfach relativ viel. Auf jeden Fall haben wir dann im Top in der Celebration, wo wir am Samstagabend hatten, habe ich während dem Lobpreisteil, während dem zweiten, bin ich hingekocket und auf einmal mega Ruhe bekommen. Ich konnte oben runterfahren, etwas, was ich fast zwei Wochen lang nicht geschafft habe. Ich konnte eine Ruhe und eine Wärme empfangen von Gott, die mich bis jetzt berührt und die ich auch jetzt noch haben darf, durch diese stressige Zeit. Merci vielmals. Gott schenkt. Ja, Applaus! Gott schenkt Ruhe. Auch in einem Top, in einer Zeit, in der man zusammen als junge Gott begegnet. Wunderbar. Merci, Janosch. Heute haben wir die letzte Predigt von unserer Serie von Gottes Vision bewegt. Und heute landen wir hier beim Feiern. Beim Feiern von der Gerechtigkeit. Ich möchte euch als Einstieg, bevor der Björn uns die Predigt hat, ein Beispiel erzählen von unserem Familienalltag. Meine vierjährige Tochter Lisa, die spielt mega gerne Uno. Und sie fragt immer wieder, Mama, hilfst du Uno? Und wir machen das wirklich etwa die. Und eines Tages, als ich das an die Karte verteilt habe, hat sie bei jeder Karte, die ich gegeben habe, die sie genommen hat, wirklich so gegoogelt. Am Schluss, was sie die hat in der Hand hatte, ist sie fast vergoogelt. Und sie hat es natürlich nicht können lassen, mir die jetzt spienzeln, obwohl sie ja taktisch nicht so gescheit ist, aber sie ist ja gleich erst vier. Und als ich ihre Karte gesehen habe, musste ich mal schauen, konnte ich verstehen, warum die fast ist vergoogelt. Ich habe dann meine Karte genommen. Eine gewöhnlicher als die andere. Und das gewöhnliche, keine Farbenwahl. Kein plus Vierer, kein nichts. Nichts Spezielles. Und ehrlich gesagt habe ich das mega ungerecht gefunden. Ich habe wirklich überlegt, ja, gebe ich jetzt auf. Weil ich weiss, obwohl sie erst vier ist, die spielt taktisch schon so gut. Da kannst du dir keinen Fehler erlauben, sonst hast du schon verloren. Und in mir ist wirklich die Frage aufgekommen, was bringt es denn schon mit so vielen schlechten Karten jetzt spielen? Das ist doch einfach nur ungerecht. Mir selber geht es ja genau gleich beim Spielen. Wenn ich Karten spiele, dann will ich gewinnen. Und ich habe vor allem am meisten Mühe, wenn ich schlechte Karten bekomme und mein Gegenüber mir das dann auch noch ein bisschen zu spüren gibt, weil sie noch die viel besseren Karten haben. Das ist so der Moment, wo ich denke, wow, ich gebe alles, aber ich spüre gleich, ich kann wie nichts machen. Und es gibt ein deutsches Sprichwort, das heisst, du hast die schlechte Karte verwünscht. Oder, was heisst, die Karten sind schlecht verteilt worden. Und das bedeutet, wenn jemand eine schlechte Karte gezogen hat, du hast eine schlechte Option oder schlechte Chance. Oder wie die Karten schlecht verteilt worden sind, heisst es, es gibt ein Ungleich
von so Karten oder Chancen. Und im Spiel ist es normal, das gibt es und das kann sich mega schnell wieder ändern. Aber im Alltag erleben wir ja auch so Momente, wo ungleiche Karten einfach gegeben sind. Ich möchte euch gerne kurz ein paar Beispiele geben, wie so Karten aussehen. Zum Beispiel, die einen leben in der Schweiz, andere nicht. Oder die einen sind gesund, die anderen nicht. Oder es gibt Paar, die erwarten das zweite Kind, und es gibt Paar, die haben noch keine Kinder. Der eine hat den Traumjob, den er schon immer nicht wollte, und der andere bekommt eine Kündigung oder schon seit langem auf Stellensuche. Das ist eine schlechte Karte. Was ist denn da los? Der eine drückt den Alltag und der andere lebt in einer völligen Freiheit auf und denkt, leck, kann ich gute Karten bekommen, mein Alltag soll ja nie enden. Oder als letztes, jemand macht Karriere, weil er gute Karten bekommen hat und jemand anders kann keine Karriere machen, weil er schlechte Karten bekommen hat. So ein Alltagsbeispiel habe ich selber erlebt. Wenn ich meinen Alltag schaue, einerseits beim Arbeiten, auf der Baustelle, wo immer. Und so Situationen, so Karten, die verschieden verteilt wurden, die kennen die Leute von der Bibel auch. Die haben das auch erlebt. Und der Paulus tut den Galater in einem Satz eine Perspektive geben, wie man mit so ungleichen Karten umgehen kann. Und das ist etwas, was mich unglaublich berührt, wie der Paulus in einem Satz sagt, was da ist. Und ich möchte euch den gerne vorlesen. Nämlich heisst es dort im Galater 3, 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Der Paulus tut in einem Satz inne die verschiedenen Situationen aufzeigen und kommt zum Punkt und macht deutlich, der Mensch ist mehr wert als seine Situation, weil er in Christus Wert hat. Er ist mehr wert. Er ist mehr wert als die Lebenskarte, die Lebenssituation, die ihm gegeben wird. Er ist mehr wert als reich oder arm. Er ist mehr wert als gesund oder krank. Er ist mehr wert als In- oder Ausländer. Er ist mehr wert als Jobhaber oder noch auf Stellensuche. Er ist mehr wert. Alle sind eins, in und durch Christus. Sie werden in die Gemeinschaft hineingenommen, unabhängig vom Beziehungsstatus, unabhängig von der Volkszugehörigkeit oder vom Geschlecht. Alle werden hineingenommen. Und das ist ja möglich geworden durch die Auferstehung von Christus und durch den Heiligen Geist, der uns in die Gemeinschaft hineinnimmt. Dass wir alle einander auf Augenhöhe begegnen können und er uns die Annahme gibt. Er trennt nichts, sondern er macht, dass wir einander begegnen können. Und wenn wir von dem reden, dann reden wir von göttlicher Gerechtigkeit. Die göttliche Gerechtigkeit, die unabhängig von der Karte des Lebens alle in die Gemeinschaft hineinnimmt. Und wenn wir Gerechtigkeit hören, dann denken wir ja sofort, oder mir geht es so, alle sollen das Gleiche haben. Und die göttliche Gerechtigkeit, unabhängig von der Karte des Lebens, sagt, jeder Mensch, unabhängig von der Lebenssituation, unabhängig von der Karte des Lebens, die man bekommen hat, ist bei Gott angenommen, bekommt Würde und ist in die Gemeinschaft hineingenommen worden. Zur Zeit von Paulus haben die Leute diesen Satz anfangen lesen und anfangen leben. Und symbolisch habe ich so ein bisschen eine Brille genommen mit der Bibel innen. Und die Gemeinde hat den einen Satz, da hat sie noch viele Sätze in diesem Brief, aber hat den einen Satz angefangen zu leben und einander mit dieser göttlichen Gerechtigkeit angeschaut. Mit dieser Annahme und Würde, die Gott uns schenkt und wir einander schenken. Und das hat in der Gemeinde innen etwas ausgelöst. Das hat außerhalb der Gemeinde aufsehend und gesagt, hey, warum geht ihr so anders miteinander um? Dort sind doch ungleiche Karten. Und die Leute haben etwas erleben, die göttliche Gerechtigkeit, die Annahme und Würde, die bleibt bestehen, egal was für Lebenssituationen hier sind.
Ich möchte euch gerne eine Situation erzählen, in der ich so etwas erlebt habe in Nicaragua. Ich und Simon, wir sind mal für 5 Wochen auf Nicaragua gegangen. Wir sind dort frisch angekommen, die Mama Leslie hat uns aufgenommen in ihrem Haus und wir durften dort wohnen. Simon hat die schon länger kennt, die hat dort schon ein Zeitchen gewohnt und so habe ich die Chance bekommen, alle kennenzulernen, alle von der Familie. Das war ein riesen Plater. Dann Kille, alle Freunde, in der Schule, die sie gearbeitet hat, durfte ich alle kennenlernen. Und so nach 3 Wochen kennt man ja miteinander so ein bisschen, wie man tickt. Und wir haben immer viel diskutiert. Wie über Gott, über Kulturunterschiede, über das Essen, was ist Schweizer Essen, was ist Nicaragua Essen, alles. Und Mama Leslie war immer so eine Organisatorin von Events. Die hat immer so kleine Events gemacht, wo man von Gott erzählt hat, wo Pastoren sind gekommen, Missionare sind gekommen und von dem erzählt haben. Und auf einmal hatte ich die Idee gehabt, dass doch ich erzählen soll, weil ich ja Jugendpastor bin. Und ich musste schmunzeln und war überfordert, weil ich habe erlebt, ich war dort in der Gemeinde, dann haben sie gefragt, was du arbeiten. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich mache ein bisschen Jugendpastor machen. Und ja, in der Schweiz ist das nicht die höchste Karte, die du bekommen kannst. In Nicaragua sind alle einen Schritt hinterher. Und ich habe erlebt, wie ich auf einmal aufgestiegen bin. Und ich war völlig überfordert, dass die auf einmal einen Schritt hinterher sind. Und ich dachte, wow, habe ich etwas gemacht? Ist etwas mit mir falsch? So. Und wo mir bewusst wurde, dass ich so eine Karte habe und Mama Leslie mir fragt, ob ich Input halten möchte, habe ich gefunden, hey, krass, dass sie mir das fragt, aber da bin ich noch dankbar gewesen, ich kann bei diesem Event nicht dabei sein, weil ich und Simon gehen weiterreisen. Und natürlich hat sie mit mir diskutieren, ja, aber Pastor, ich war nicht der Björn, ich war der Pastor. Ich konnte sagen, was ich will, ich war der Pastor. Sie hat immer gesagt, Pastor, Pastor, du musst erzählen, du musst erzählen, du musst etwas von Gott sagen. Und dann haben wir diskutieren. Und dann haben ihr gesagt, hey, lass mal, Mama Leslie, ich von dir so viel lernen, wie man mit Finanzen umgeht, mit Gemeinschaft umgeht, mit Familienoffenheit, trotz der Schwierigkeiten in Nicaragua, so viel lernen. Du kannst doch auch etwas erzählen. Du kannst doch etwas von Gott erzählen. Wisst ihr, was sie sagt? Nein, ich bin eine Frau. Und dann habe ich gedacht, was? Ich durfte von ihr so viel lernen. Und das war dort gang und gäbe. In diesem Bereich, dass nur Pastoren oder Pastorinnen Frauen etwas dürfen sagen, aber nicht normal. Wir haben da diskutiert und dann ist die ganze Familienplatte gekommen, haben wir diskutieren und so weiter. Da ist eine richtige Perspektive reingekommen, wo die Leute sich nicht so gewohnt waren oder nur privilegiert in das hatten. Und am Schluss der Diskussion sagt er zu Mama Resli, hey, weißt du was? Ich glaube, ich mache es. Ich glaube, ich mache es. Ich habe zwar Schiss, weiß nicht, wie es kommt, aber ich glaube, ich mache es. Und dort habe ich, wir dürfen erleben, wie es nicht so einfach ist, wie die Perspektive reinkommt von der göttlichen Gerechtigkeit. Dass alle angenommen und erwürdigt haben, unabhängig von der Lebenssituation, von dieser Karte, die man bekommt. Und das ist ja manchmal schwierig. Und liebe Gemeinde, die Frage lässt sich ja schon stellen, darf man Gerechtigkeit feiern? Und ich sage, wir müssen Gerechtigkeit feiern, wir sollen Gerechtigkeit feiern. Die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, die Würde und Annahme, wollen wir feiern, weil in diesem Feiern tun wir es einerseits erleben, was Gott uns gibt. Andererseits tun wir es einander zusprechen und sagen, hey, du hast Würde und Annahme. Und in diesem Feiern miteinander können wir Hoffnung, Mut und Kraft bekommen, wenn wir in Situationen drin sind, die mega schwierig und ungerecht sind. Und die gibt es. Und durch das gemeinsame Feiern können wir Mut und Hoffnung und Kraft bekommen, dass wir es aushalten können und daran festhalten, weil wir halt fest im Feiern nicht das letzte Wort hat Karte von meinem Leben, sondern das letzte Wort hat Gott. Er hat das letzte Wort und nicht die Karte von meinem Leben. Er kann Situationen verändern. Ich habe Wert bei ihm, weil er mich angenommen hat, unabhängig von der Lebenssituation oder der Lebenskarte. Und das gilt zu feiern. Das wollen wir feiern. Bei jedem Gottesdienst und bei jedem Feiern wird die Gerechtigkeit erlebt, die unser Denken verändert und unseren Umgang miteinander. Und ich möchte euch gerne einen prophetischen Eindruck wiedergeben, den letzten Sonntag jemand hatte. Die Person hat es aufgeschrieben und als ich von dem gehört und gelesen habe, dachte ich, unglaublich. Das muss ich erzählen. Nämlich hat die Person nach der Predigt im Lobpreisteil gesehen, wie die Gemeinde gestanden, gehockt ist und ihre Anbetung war und plötzlich sieht sie am Boden so einen pfustgrossen Diamant, der glänzend und schön war. Und dann hat sie sich gefragt, ja, was,
soll jetzt da? Warum liegt der am Boden? Und dann hat sie gewartet und weiter in der Anbetung gewesen, und plötzlich sieht sie, dass mehrere Diamanten fußgross am Boden waren. Und die Leute haben es wie nicht gesehen. Und sie hat sich gefragt, hey, was, Gott, was willst du mir damit sagen? Und das letzte Lied ist gekommen und die Person, die den prophetischen Eindruck hatte, hat nochmal geschaut und gesehen, dass die Diamanten, die fußgross verteilt waren, im ganzen Raum innen, auf das Mal vor sie waren. Jetzt hat sie gedacht, hä, wo sind jetzt die Herren? Hat geschaut im Saal um und auf einmal sieht sie, wie jedes Einzelne ein bisschen anfängt zu glänzen. Und dass bei jedem Baby, bei jeder Generation, bei allen Leuten der Diamant, der fußgross ist, auf einmal angemacht wurde und dort drinnen bleibt. Und das Bild drückt aus, dass Gott uns den Wert gibt, den Wert, der unantastbar ist, wo uns Gott gibt und wir uns daran erfreuen dürfen, wo die Gerechtigkeit Gottes über allem steht. Und das finde ich so unglaublich, dass es schon letzte Woche war und heute gilt es genau gleich. Du bist wertvoll und angenommen. Die Würde ist dir gegeben. Du bist eingenommen in die Gemeinschaft. Und das können wir jeden Sonntag feiern. Wenn wir Gerechtigkeit feiern, dann feiern wir voreinander die Würde und Annahme von Gott und uns einander zusprechen. Wir bekommen Mut und Hoffnung, dass wir die Situationen, die ungerecht sind, können aushalten. Und jedes Mal, wenn wir Gerechtigkeit feiern, dann feiern wir, dass wir die Würde und Annahme bekommen haben und uns einander zusprechen. Im Anstoss, im Zusammenessen, ich weiss nicht, was du auf dem Tisch hast, wenn du da einen Livestream schaust, ob du ein Gipfel mit Offi Crunchy hast oder irgendeinen Orangensaft oder was auch immer. Ich werde uns heute Morgen Mut machen. Wir werden die Gerechtigkeit feiern, zusammen anstoßen auf die Würde und Annahme, die Gott uns gegeben hat. Und wir wollen auf etwas weiteres anstoßen. Wir wollen anstoßen, dass das letzte Wort bei Gott ist und nicht bei dieser Situation von dieser Karte vom Leben. Und wir können darauf hoffen und vertrauen, dass sich die Situation ändern kann. Denn Gerechtigkeit wollen wir feiern durch die Annahme und Würde von ihm, wo er uns gibt, um das letzte Wort hat und nicht die Situation von den Karten. Amen.